Hi, Ketal. Sehen wir uns hier nach Informationen um? Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Oje, wir haben euren Helikopter. Mit dem Nachschub können wir uns Wohlwollen von den Rebellen verdienen. Hier ist ein Sicario, drüben beim Nahrungscontainer. Shit, die haben wohl eine Leiche gefunden. Deckung suchen! Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Ich bin der Pilot. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Aber ein Ziel. Greife an. Barbechos Airport voraus. Bleibt wachsam. Er wird von Santa Blanca kontrolliert. Wie übernimmt ein Drogenkartell einen ganzen Flugplatz? Wenn sie damit drohen, alle startenden Flugzeuge abzuschießen, nehmen die Leute wohl lieber den Zug. Wir können los. Joe, was
ihr auch tut, hört sofort auf damit und hört zu. Das ist eine Silbermine. Santa Blanca hat alle in der Gegend übernommen und Barbechos Plata als Manager angeheuert. Aus der Sicht der Bergleute? Wo ist der Unterschied? Ein Boss ist so schlimm wie der andere, wenn man tief unter der Erde festsitzt. Ich bete, dass Sie die Wahrheit sehen. Dass Sie erkennen, dass Ihr Tun falsch ist. Bitte bringe Sie auf den rechten Pfad. Den Pfad zur Linken. Öffne Ihnen die Augen, bevor es zu spät für Sie ist. Bevor Sie im Feuer See brennen. Sag diese Maligna Blanca, gib mir die Kraft, Sie sehen zu machen. Wenn ich Ihnen nicht die Augen öffnen kann, lass mich Ihnen den Kopf öffnen. Amen. Amen, Chingados. Agárrense, compas, porque los más chingones llegamos sin ganas. Y la verga salta pelar. Esto es Santa Blanca Radio. Hola, cabrones. It's Juan Gomez on WMD, the Sound of the Road. Today we received at the studio a very strange letter with the tape inside. The only thing I could read on the tape looks like coordinates. Then it says, -20.9134 latitude and -81.80 longitude. There's also an orange phoenix drawn on it. Check it out, amigos. They called it hypervigilance. There were still a lot of bad people in D.C. The government was gone. The army was gone. The police were gone. Everyone had to look out for themselves. The division agent. And that's it. And you know what? It literally froze our bones. Sadly, the other tapes are missing. Let me give you those coordinates again. -20.9134 latitude and -61.8180 longitude. Anyway, that was Juan, and you're listening to WMB. I'm out. Encuentre todo y encuéntrelo al mejor precio solo en Mercat, la cadena de supermercados líder en Bolivia. Si no lo encuentra en Mercat, no lo encuentra en Bolivia. Bueno, hermanos bolivianos, wenn ihr in die Bibliothek heimsitzt, eure Arbeit in der Zeit. Nomad, lassen Sie alles stehen und liegen. Wir erhalten gerade einen Auftrag, der oberste Priorität hat. Was ist zu tun? Ich brauche Sie als Support für Operation Watchman. Support? Ich kenne den Mann. Verarschen Sie ihn nicht. Sonst füttert er Sie mit Ihrer eigenen Leber. Ich stelle jetzt durch. Nomad, hier ist Matchwood. Hören Sie mich? Matchwood? Ich höre Sie laut und deutlich. Ich bin ohne mein Team hier im Land. Die Dame sagt, ihr seid harte Burschen, die die Gegend kennen. Sagen Sie, was Sie brauchen, wir kümmern uns drum. Ich brauche jemanden, der mir Rückendeckung gibt. Ich melde mich, sobald ich in Position bin. Alles klar. Hören Sie, spielen Sie hier nicht die Cowboys. Gehen Sie leise vor, legen Sie keinen um, bevor ich es nicht sage. Verstanden? Verstanden. Das ist eine Tarnmission. Genau. Match oder Ende. Wie es aussieht, spielen wir Aufpasser für Sam Fisher. Der zu Paladin 9 Security gegangen ist, hat mit Fischer in Südamerika zusammengearbeitet. Er hält ihn für einen richtig harten Kerl. Absolut zuverlässig. Aber niemand, den man zum Familienessen einlädt. Ich schätze, er hat einiges durchgemacht. Als Kind hat er die Eltern verloren. Jemand hat den Tod seiner Tochter vorgetäuscht. Er wurde angeschossen, abgestochen, gefoltert. Doch der Bastard ist nicht tot zu kriegen. Wie Rasputin oder so. Man muss schon verdammt stark sein, um nach so viel Scheiß bei der Stange zu bleiben. Fischer hat jahrzehntelang Seite an Seite mit dem Tod gelebt. Das ist echt hart. Manchmal denke ich über das Böse nach, das wir zum Wohl unseres Landes tun. Wir gehen ins Ausland, nehmen ein paar Leben oder ruinieren andere. Ich würde es wieder tun, keine Frage. Aber ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde wie Sam Fisher. Amada Santa Muerte, dice, hier spricht der Kardinal. Denn
einer wichtigen Botschaft für Bolivien. Hütet euch vor den Lügen, die Pacatari und seine Rebellen verbreiten. Sprich, Leichen, Laufen, freier Wille und Gesundheit. Das sind leere Versprechungen, die nur durch Tyrannei erzielt werden. Das Volk ist nur gleich, wenn es ihm aufgezogen wird. Pacatari würde die Früchte eurer Arbeit ernten und den größten Teil behalten. Denk an Milano. Ihr würdet nicht ernten. Norman, wir sind in Flor de Oro. Da gibt es schöne Bäume, aber die Provinz ist das Herz der korrupten Unidad. Wir wollen die Romanze zwischen Unidad und Kartell beenden. Das bedeutet, General Barro muss weg. Der Unidad-Befehlshaber. Wie schwer kommt man an ihn ran? Wir wissen nicht, wo der General ist. Aber unsere Quelle hat von einem Rechenzentrum in der Unidad-Basis Jaguar berichtet. Vielleicht finden wir außer Personaldaten auch etwas über ein paar hässliche Operationen der Unidad. Klingt, als ließe sich da einiges über Barro finden. Ich schicke Ihnen jetzt den Standort der Basis Jaguar. Das Rechenzentrum liegt vermutlich unter der Erde wegen der Kühlung. Wir haben kein Passwort. Sie müssen sich also reinhacken. General Barro ist ein Patriot. Er leitet die Unidad, die bolivianische Militärpolizei, von seiner Operationsbasis Jaguar in Flor de Oro. Als Santa Blanca in Bolivien ankam, wollten sie Krieg mit der Unidad. Unschuldige Zivilisten landeten im Kreuzfeuer. Die Anzahl der Toten war unglaublich. Barro hatte genug Tote in seinem Leben gesehen und wollte Frieden in seinem Land. Also arrangierte er einen geheimen Deal zwischen El Sueño und der bolivianischen Regierung. Die Unidad stimmte zu, wegzusehen und ließ Santa Blanca ihr Geschäft durchziehen. Im Gegenzug versprach das Kartell, die Morde auf ein Minimum zu reduzieren. Offensichtlich war das Ergebnis durchschnittlich. Die Beziehung zwischen Santa Blanca und Unidad ist angespannt. Jetzt, wo Bolivien ein vollwertiger Narkostaat ist, glaube ich, dass er seine Entscheidung bereut. General Barro ist entweder ihr größter Feind oder ihr bester Verbündeter. Das kann man nur auf eine Art herausfinden. Que paso? Können Sie mir einen Tipp zum Kartell geben? Gracias. Viel Glück. Hier ist ein Kartellorden. Da wird aber ein kleiner Gangster traurig sein.
Hat Pacatari um ein Fahrzeug gebeten. Das Vehikulo ist perfekt, oder? Anschnallen, Leute. Vorne ist Unidads Hauptoperationsbasis. Ich sehe Schienen, Wachtürme, Lagerhallen und... Ist das ein Heliport? Wenn Bowmans Info stimmt, ist das Datenzentrum unter der Erde. Suchen wir das Kellergeschoss. Bitte, Benico, die Nervensäge aus dem Radio. Ist sowas wie ein schwarzer Tag hier in Bolivien für unsere Santa Blanca Kompass. Das Cerebro, als ein bekanntes Genie und Erfinder unserer Narkobote, wurde angeblich auf offener Straße entführt wie ein herrenloser Hundewelpe. Es gibt Spekulationen, ein konkurrierendes Kartell könnte ihn sich geholt haben. Die finstersten Geheimnisse der Unidad lagern auf einem Server in der Jaguar-Basis. Dringen Sie dort ein und beschaffen Sie die Daten. Ich mache diese Arschlöcher fertig. Es gibt Feindaktivität. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Setze Drohne ein. Feind gesichtet. Hab noch einen Tango. So lange gedauert. Hier könnte das Datenzentrum sein. Mal sehen, wohin der Tunnel führt.
ich sie ein zweites Ziel. Markiere Feind. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Alles klar. Senden jetzt die Feindpositionen. Ziel gesichtet. Das ist das Terminal mit dem Zugriff auf das Hauptsystem. Ich habe Pakatari um Verstärkung gebeten. Verstanden. Ein Kampftrupp ist gleich da. Hab die Rebellen um Ablenkung gebeten. Verstanden, Amigo. Ein Kampftrupp macht sich auf den Weg zur Position. Bin drin. Ich lade Bomben die Dateien hoch. Ihr passt auf. Hier gibt es Unmengen von Daten. Feinde im Anmarsch. Beschäftigt sie während der Übertragung. Was soll? Ich halte dich halt einfach durch. Danke. Boom, Tango erledigt. Feuer eröffnen. Hab verstanden. Bereit machen. Feuer! Roger. Alles klar. Bowman hat alles, was relevant ist. Hauen wir ab. Wir haben verdammt nochmal Verluste!
Da ist noch einer. Mach 10. Ihre Daten haben interessante Infos gebracht. Und die wären? General Barus Ex-Adjutant sitzt ein. Er wusste zu viel über Unidas schmutzige Wäsche, also hat Bau ihn weggesperrt. Holen Sie ihn da raus, dann verrät er uns vielleicht etwas über seinen alten Boss. Könnte klappen. Außerdem wurden vielleicht Leute von uns enttarnt, die wir bei der Unidad eingeschleust haben. Irgendeine Santa Blanca-Ratte hat herausgefunden, wer sie sind. Und will die Namen einem Unidad-Hauptmann namens Iglesia verraten. Sie müssen diesen Kartellspitzel zum Schweigen bringen. Wissen wir, wo sich das Ziel aufhält? Negativ. Aber wir haben den Standort des Unidad-Hauptmanns. Finden Sie ihn, folgen Sie ihm zu seinem Treffen mit dem Spitzel und schalten Sie den Spitzel aus. Verstanden. Melden Sie sich, wenn sich aus den Daten noch was ergibt. Wir haben Verluste. Nel perimetro, caray.